Zeki hat noch einen dritten Versuch. Zweiter Lauf. Und in diesem zweiten Lauf, da ist schon die nicht ganz so exzellente 200-Meter-Läuferin, aber immer noch gut genug natürlich, Nafisa Tutiam mittendrin. Jetzt geht es natürlich da wieder um den direkten Vergleich mit sich selbst im Vorjahr. 24:40 lief die Belgierin an Ort und Stelle vor einem Jahr in Götzis. Mit dem Lauf von innen nach außen Gritschadeko, Verena Breiner mit dem Blick auf Nafisa Tutiam, Esther Turpin und Hanne Maudenz. Verena Breiner, Plan ist unter 24,5 Sekunden zu bleiben. Da hat sie was gemeinsam mit Nafi Tiam. Vielleicht eine gute Auslosung hier, eine gute Setzung für die Oberösterreicherin. Das sind die beiden, die uns am meisten interessieren. Am 3 und 4, Breiner und Tiam. Am besten gemeinsam schnell. Von der Papierform her könnte Breiner da natürlich durchaus auch diesen Lauf gewinnen. Alle ziemlich gleich auf. Außen kommt Maudenz. Ja, Tiam rutscht da sogar etwas zurück, aber das liegt auch daran, dass Verena Breiner hier einen ganz starken 200-Meter-Lauf hinlegt. Super. Unter 24,5 war das Ziel. In Bydgoszcz lief sie 24,36 und in Götzis läuft sie 24,07. Ganz, ganz stark. Und damit kann man wohl sagen, Tag 1 für Verena Breiner mit einem ganz, ganz kleinen Zitterer beim Hochsprung. Äußerst gut verlaufen. Hier nochmal die Zeitlupe, da ist Breiner noch mehr oder weniger gleich auf mit den anderen vier und dann auf den letzten 70, 80 Metern zeigt sie, dass sie eine Kämpferin ist. Gewinnt vor Hanne Maudenz und Gritschadeko. Die Zeiten, wie gesagt, sind wichtig. Breiner wird Tag 1 mit 73 Punkten plus abschließen. Das heißt, sie ist mittlerweile wirklich über 6.300 Punkte unterwegs. Wenn sie einen guten Weitsprung macht, dann ist sogar noch mehr möglich. Nafi Tiam wird in diesem Lauf Letzte und büßt ein paar Pünktchen ein, nämlich 24,61. Sie verliert 20 Punkte und damit ist die Belgierin. Wir werden jetzt gleich das Laufergebnis sehen. Aber was wirklich wichtig ist, mit diesen 24,61 ist Tiam in Summe 56 Punkte besser als im Vorjahr und damit auch 38 Punkte besser als die Marschrichtung Europarekord. Natürlich hat sie einen sehr starken zweiten Tag zu verteidigen, aber Tag 1 endet einmal für Nafisa Tutiam. Zwar ohne Bestleistung, aber mit einem gewaltigen Ausblick auf ganz, ganz großes Morgen. Ein starker Laufsieg für Verena Breiner, das sei noch einmal erwähnt.